Willkommen, liebe Leute, zu einem kleinen Infovideo zu der Splatoon 2 Global Testfire. Denn ich möchte euch um einen informieren, was ihr wahrscheinlich aber eh schon wisst, wann die jeweiligen Slots sind, in denen man Splatoon 2 Global Testfire auf der Nintendo Switch ausprobieren kann. Und da möchte ich euch erzählen, zu welchen von den jeweiligen Slots ich streamen werde, aufnehmen werde und wie ich das Ganze mache. Ja, der erste Slot, wo man Splatoon 2 spielen kann, ist diesen Freitag, den 24. März von 20 bis 21 Uhr und den werde ich live streamen. Also Freitag, Livestream 20 bis 21 Uhr, ich werde da den ersten Slot von Global 2 Testfire streamen und die natürlich im Nachhinein auf meinem YouTube-Channel auch hochladen. Am Samstag, den 25. März, ist der erste Slot von 4 bis 5 Uhr in der Früh. Den werde ich nicht streamen, sondern nur aufnehmen. Ne, ich nehme alle Slots, die es gibt, auf. Das stehe ich jetzt an beiden Tagen jemals dafür extra um 4 Uhr in der Früh auf, weil ich möchte alle Slots spielen und mir eine Meinung zu Splatoon 2 machen. Deshalb, um 4 Uhr bis 5 Uhr früh am Samstag den Slot nehme ich nur auf. Werde natürlich als ein Video hochladen, das ist klar. Dann haben wir den 12 Uhr bis 13 Uhr Slot am Samstag. Auch diesen Slot werde ich nur aufnehmen und ihn dann hochladen. Und dann haben wir noch am Samstag den Slot von 20 bis 21 Uhr und den werde ich am Samstag wieder höchstwahrscheinlich streamen oder aufnehmen. Da weiß ich noch nicht ganz, aber wahrscheinlich werde ich es am Samstag streamen. Das werde ich euch dann aber am Freitag am Ende vom Splatoon-Stream sagen, ob ich den Slot am Samstag von 20 bis 21 Uhr auch streamen werde oder nicht. Ne, und dann haben wir noch am Sonntag, da muss man beachten wegen der Zeitumstellung, einmal einen Slot von 5 Uhr bis 6 Uhr und einmal von 13 Uhr bis 14 Uhr und auch da gilt, beide Slots werde ich natürlich nur aufnehmen. Ne, also Livestream auf jeden Fall, Freitag, 24. März, 20 bis 21 Uhr, zum ersten Splatoon 2 Global Testfire Slot. Samstag, weiß ich noch nicht, ob ich den von 20 bis 21 Uhr auch aufnehme, mal sehen. Und die restlichen Termine, die restlichen 4 bleibenden, oder eben 5 bleibenden, werde ich aufnehmen. Ne, und so werde ich alle Splatoon Global Testfire Slots spielen. Und hab dann einen sehr guten Eindruck vom Game, dann denke ich mal. Ne? Vielleicht auch interessant, welche Karten können gespielt werden, was kann gespielt werden. Ne, während des Global Testfires Event kann man an Revierkämpfen 4 gegen 4 auf den Karten Mollusk. Was ist da? Mollusk Kill Bude, so heißt die. Und Korallenviertel teilnehmen. Außerdem kannst du 4 verschiedene Waffen ausprobieren, darunter der unglaubliche Du-Kleckser und der veränderte Kleckser, Klecksroller und Kleckskonzentrator. Ach, Klecksroller? Was würden wir ohne dich machen? Das stimmt. Ja. Ne? Ich werde definitiv alle Waffen ausprobieren, alle Stages ausprobieren. Und ich weiß noch nicht genau, wie das läuft, weil da ist ja wirklich so das erste Spiel, wo man den Online-Mode von Nintendo Switch wirklich spielen kann. Ja klar, es ist nur eine Testfire und die testen, ob die Server das überhaupt aushalten oder zusammenpressen. Das ist bei Splatoon 1 sogar bei der Testfire von Splatoon bei Wii U damals passiert. Da ist der Server irgendwie 1-2 Stunden sogar ausgefallen. Das haben die natürlich nachgeholt, aber trotzdem, das testen jetzt hier eben auch. Hoffen wir mal, dass da nicht ausfällt, by the way. Das wäre nicht so schön. Ja, und da bin ich mal gespannt, weil das wirklich das erste Game ist, das man online spielen kann. Ich finde zwar schade, dass es die TeamSpeak-App noch nicht gibt, aber die erscheint diesen Sommer mit Splatoon 2, hat Nintendo schon bekannt gegeben. Aber ganz ehrlich, wir unterhalten uns über Discord und ich würde auch raten, alle von meiner Community, von IntroBabo weiß das und auch von Mr. Nee, ja, und wer sonst es plant oder eine hat, Switch hat, von meiner Community, Leute, spielt auch Splatoon 2 Global Testfire und redet mit, weil das macht dann erst richtig Spaß. Also, ne Leute, wir sehen uns dann am Freitag um 20 Uhr bis 21 Uhr zu Splatoon 2 Global Testfire.
Ihr wisst gar nicht, wie gehypt ich bin, aber dazu noch eine Ankündigung, denn ich werde morgen am Donnerstag auch schon um 20 Uhr einen Stream machen. Morgen am Donnerstag, dafür kommt dann morgen früh das Infovideo. Da werde ich morgen einen Stream machen ab 20 Uhr. Und da werden wir Splatoon 1 zusammenspielen mit Community und nochmal darüber reden, wie Splatoon 2 die Global Testfire wird, was wir da erwarten können und worauf wir uns freuen können. Ne, also morgen ab 20 Uhr Livestream Splatoon for View mit Community. Wir reden über Splatoon 2 und dann natürlich am Freitag von 20 bis 21 Uhr geht die Splatoon 2 Global Testfire los und wir streamen das Ganze live. Ich freue mich auf euch zu der Splatoon 2 Global Testfire und dann natürlich auch, sobald das Game assigned auf dies, das ist ja klar. Danke fürs Zuschauen von dem Infovideo. Das ist leider das erste für heute, denn heute kommt noch eins später. Das geht über ein anderes Thema, aber egal. Aber danke erstmal fürs Zuschauen hierzu. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!